Hallo und willkommen zurück zur vierten Folge von dem Spiel, wo ich den Namen immer noch nicht ganz aussprechen kann. Ist aber auch nicht schlimm für die Leute, die neu dabei sind. Ich habe eine Leserechtschreibschwäche, also nicht wundern, wenn ich einige Sachen falsch ausspreche oder überlese oder ja, oder mich mal verhaspel. Das sage ich extra bei dem Spiel, weil dieses Spiel eigentlich nur aus Text besteht. Es wird wirklich nur aus Text. Und wir haben jetzt mit Chance, hieß er, glaube ich, geredet und herausgefunden, dass er diesen Typ, der den Kaffee ins Gesicht gekippt hat, weil das ihr Ex-Freund war und er mit ihr auf der Arbeit Schluss gemacht hat und sie so gesehen seine neue Freundin vorgestellt hat. Ja, nicht reizend. Ich guck mal, ob wir sie noch was fragen konnten können. Nein, können wir nicht, weil sie sagt ja eben, wenn wir noch Alright. Fragen haben, sollen wir sie ruhig fragen. Dann gehen wir noch mal zu ihr. Womit verdienst du dir deinen Lebensunterhalt? Why do you want to know? Warum willst du das wissen? Ich bin bloß neugierig. Well, I do a Nun, lot of ich tue things. eine Menge Dinge, Mostly human resource überwiegend management. Personalwirtschaft. Personalwirtschaft zum Beispiel? The usual Die things. üblichen Dinge: Recruiting Nachwuchs new einstellen, blood, Angestellte organizing and training organisieren employees, und writing Ausbildung, policies and the like. Konzepte schreiben und sowas. Wow, das ist eine Menge. Okay. Dann wissen wir That's a schon mal, lot. die stellt Leute bei der Firma ein. Sie sagt ja, dass sie die Tote nicht kennt, obwohl die bei der gleichen Firma arbeiten. Natürlich kann das sein, dass man das nicht kennt, weil wenn das eine große Firma ist, ne, weil ich bin ehrlich, bei uns kenne ich auch nicht alle. Dann reden wir mal den hier. Aber kommst du wirklich oft hierher? Of course I Na do. klar, Why warum do you? fragst du? Ich bin nur neugierig über diesen Laden. Weißt du, was sie hier für Sandwich verkaufen? They rotate them. The two for Sie today are wechseln. tapenade with Die zwei avocado für and heute tahini and sind brie. und Avocado mit Truthahn. Okay, ich verstehe. Und wie kostet ein grüner Tee? A shaken green iced Ein tea or a green tea gewöhnlicher grüner smoothie? Tee oder ein Grüntee-Smoothie? Beide? The shaken green iced tea is only Eistee kostet 2 $ 65. zwei Euro, also But the green tea smoothie is $2,65 und der Smoothie $3.70. kostet 3,70 €. Danke. Scheint den Laden ziemlich gut zu kennen. Fast schon unheimlich. Also kommt er doch öfters hierher, dann hat sie uns angelogen, oder? Oder er kann sich das relativ gut merken. Kann auch sein, weil sie sagt ja, sie hat ihn zum ersten Mal gesehen und er sagt, er kommt öfters hierher. Und der Polizist sagte ja, dann sollen wir ihn einfach mal Sachen Alright. über den Laden fragen. Okay, dann bewegen wir uns mal. Und sagen ihm das mal, was sie uns gesagt haben. Miss Backstrom war sehr ausweichend, was ihren Job betrifft. War sehr ausweichend, was ihr Job betrifft, ja. Allerdings hat sie gesagt, dass sie in der Personalwirtschaft arbeitet. Ist das so? Ich Suppose she's schätze, pretty dann high ist up on the sie totem ein pole. ziemlich hohes I'd be Tier. sure it Ich was glaube, just a Sarah war secretary or bloß a eine low-level clearance. It's doubtful Sekretärin anyway. mit wenig Spielraum. Daher ist zweifelhaft, dass sie sich kennen. Still, it's Trotzdem definitely ist das something im worth Tief keeping an eye etwas, on. das wir im Ask around and Hinterkopf see if behalten anyone sollen. knows anything Frag about her herum, or ob what she jemand does. etwas über die Firma weiß. Okay. Chance wurde nur gewalttätig, weil ihr Typ ihr Ex-Freund war. Er hat sich herausgestellt, dass sie ihn mit heißem Kaffee beworfen hat, weil er mit ihr Schluss gemacht Well, hat. it makes a lot Nun, more das sense that ergibt she's mehr not Sinn, the als kind of guy irgendeinen to be. fremden Kerl zu But that doesn't attackieren. change the Aber fact that das she has ändert clearly nichts an der Tatsache, dass sie put finger on Aggression top of hat. her job Außerdem earlier. sieht es so für mich gerade nicht besonders gut aus. Was meinen Sie? I examined the Ich knife habe itself. das Messer in Sarahs And it's Brust different from each untersucht. other. Es ist ein That's part of the sale. Küchenmesser und Teil von einem I'm Set. willing to Ich bet wette, that the das rest of Rest the des Sets sets are befindet sich in different. der Küche. Oh, okay. No, I'm saying that Nein, ich whoever sage, stabbed dass Sarah had access to the wer auch kitchen immer somehow. Sarah erstochen hat, irgendwann Zugang zur Küche hatte. Why do you think she did it? Okay, und ich weiß, ich kann bis jetzt nicht sagen, wer das war, weil die Stimme sagte ja zu uns, also unsere Stimme im Kopf sagte, wir sollen keinen vertrauen. Und es ist wahrscheinlich jemand, mit wem man gar nicht rechnet. Es kann natürlich auch der Polizist sein, ne? Weil so gesehen könnte jeder in der Küche gewesen sein. Ne? Es könnte jemand in der Küche gewesen sein, der auf dem Weg zur Toilette war oder in die Küche gegangen ist, wenn die Bedienung vorne war. Es könnte auch die Bedienung selber gewesen sein. Es könnte natürlich auch jemand gewesen sein, der dann aus der Herrentoilette im Notausgang rausgegangen ist, weil die kann man nur von innen öffnen. Außer es hat die einer von innen aufgemacht, dass der Mörder rein konnte. Ja. Ich bezweifle, dass sie etwas damit zu tun haben. What makes you say that? Was verlässt dich das Glauben? Naja, wenn ich vorhätte, jemanden zu ermorden, würde ich es nicht an meinen Arbeitsplatz machen mit einer Waffe.
zu der nur ich Zugang hatte. Das ist lächerlich. Gutes Argument, aber sie ist ganz offenbar nicht der Typ für einen geplanten Mord. Wenn sie es getan hat, war es höchstwahrscheinlich ein implosives Entscheidung. Wenn du ein Motiv findest, könnten wir der Sache näher. Okay. Okay, bewegen. Ich gehe nochmal auf die Herrentoilette, aber ich glaube... Oh, wir können im Müll gucken. Hier ist eine Menge Klebeband. Es sieht aus, als wäre an ein Stück rote Farbe. Zumindest glaube ich, dass es rote Farbe ist. Sonst ist das auch blutiger Fleck drauf. Ich fasse besser nichts an. Okay, hier ist auf jeden Fall was in der Mülltonne. Okay. Wir gehen nochmal in den Flur. Können wir ihm das direkt sagen? Ich habe eine Menge Klebeband im Mülleimer auf der Herrentoilette gefunden. Klebeband? Ja, eine ganze Menge, als hätte es jemand verwendet, um das dort wegzuwerfen. Vielleicht hat der Mörder es versucht, um Sarah im Zaun zu halten. Okay. Such weiter. Raum untersuchen. Okay, hier ist nichts. In die Darmtoilette dürfen wir wahrscheinlich immer noch nicht. Nein. Dann gehen wir mal wieder im Haupteingang. Hey, Detective. Oh. Toll, die Stimme in meinem Kopf ist zurück. Es sieht so aus, als hättest du im Moment am meisten Freiraum von allen. Sieh mal, ob du einen besseren Blick auf die Leiche werfen kannst. Du findest vielleicht etwas Nützliches. Leichter gesagt als getan. Irgendwie bezweifle ich, dass der Detective mich da einfach hineinspazieren lässt. Ich versuche dir eine Ablenkung zu verschaffen. Toll, eine Ablenkung, wie zum Beispiel Dinge mit anderen Gedankenkräften in die Luft jagen. Ja. Das scheint wirklich so. Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, schallt ein lauter Krach durch das Café. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Es klang da aber ziemlich ernst. Okay. Okay, dann gehen wir mal in die Toilette rein. Bewegen. Damentoilette. Untersuchen. Ich habe nicht genug Zeit, den Tod zu lesen, aber ich kann die Leiche nach Hinweisen untersuchen. Okay, die wurde auf jeden Fall gefesselt. Sarah hat einen Abdruck am Handgelenk, als hätte sie eine Uhr oder ein Armband oder so etwas getragen. Vielleicht ist es abgegangen, als sie sich gegen ihren Angreifer gewehrt hat. Okay. Können wir noch was untersuchen? Das Badezimmer sieht sauber aus und es hat überhaupt keine Anzeichen. Kampf ist seltsam. Ich würde mich nicht von vorne abstechen lassen, ohne mich... Okay. Nicht länger hier bleiben. Flur. Noch nicht im Sicht. Sieht aus, als hätte ich es sicher herausgeschafft. Was auch immer passiert ist, war Ablenkung genug, schätze ich. Trotzdem stört es mich, dass meine Wohltät zu wissen scheint, was ich mache. Zumindest manchmal. Wenn es jemand von hier wäre, wäre all meine Bewegungen offensichtlich. Aber es scheint, als wäre er eher jemand, der regelmäßig Berichte davon bekommt, was ich tue. Jemand im Café konfrontiert wohl mit jemandem von draußen. Ich komme herausfinden, wer es ist. Ich schätze, ich muss darauf achten, wer regelmäßig mit der Außenwelt... Oh, there you are. Überleg da mal. Der Typ hat... Student hat da ein... wie heißt es? Ein Laptop mit Internet. Entweder er. Wäre jetzt eigentlich, das wäre so das Erste, was ich mir denken würde. Stimmt etwas nicht? Doch, doch, ich habe nur versucht, nicht im Weg zu stehen, falls etwas Schlimmes passiert ist. Was war das überhaupt für ein lautes Geräusch? Bloß ein Unfall. Ich verstehe. Ein Unfall? Ich frage mich, was ihm verursacht hat. Bewegen. Können wir in die Küche? Nee, können wir in den Flur. Raum untersuchen. Ich habe die Glasvitrine gefüllt mit Sandwich an. Klar, bla bla. Ah, okay. Wir haben wieder einen Hinweis. Können wir nochmal mit einem reden von euch? Was weißt du über die Firma? Das ist eine biotechnische Firma, oder? Sie haben sich auf künstliche Körperteile wie künstliche Herzen, Lungen und sowas... Okay, machen die. Aber vor kurzem haben sie ihre Forschung ausgeweitet und versucht, Organe aus Stammzellen nachwachsen zu lassen. Wow. Und du weißt aber eine Menge.
Nein, ich weiß das nur, weil sie an meiner Schule eine große Nummer sind. Sie haben einen großen Teil der biomedizinischen Programme finanziert. Daher ist ihr Name in aller Munde. Was war das für ein lauter Krach vorhin? Oh, das? Naja, ich habe nichts zu tun. Deswegen hatte ich beschlossen, beim Aufräumen zu helfen. Sie hat mir ein Tablett voller Geschirr gegeben. Und es war viel schwerer, als ich gedacht habe. Da ist es mir irgendwie runtergefallen. Okay. Wieso glaube ich, dass der irgendwie was damit zu tun hat? Irgendwie haben alle was damit zu tun, glaube ich. Okay. Eine Menge, wenn man bedenkt, dass ich da arbeite. Wir sind ein medizinischer Konzern, der organische Organe herstellt. Es gibt eine große Nachfrage an organischen, bla bla bla. Das ist, aber es gibt nur sehr wenige Spender. Wir entwickeln Dinge, die wie künstliche Lungen und bionische Herzen? Wow, das ist ziemlich beeindruckend. Es ist sehr mehr als beeindruckend. Wir retten Leben. Nur diese beiden Kinder, die einen Stapel Geschirr auf den Boden fallen gelassen haben. Ernsthaft, ich habe mich so erschrocken. Ich dachte, mein Herz würde aus meiner Brust herausspringen. Es ist ein Wunder, dass keiner verletzt wurde. Ich habe gesehen, dass der Junge das Mädchen gerade rechtzeitig aus dem Weg geschubst hat. Er hat schnell... Was? Hä? Der Junge hat das Mädchen aus dem Weg geschubst, aber er hat doch das Tablett fallen gelassen. Das ist alles, was ich im Moment brauche. Ich glaube, sie haben etwas mit medizinisches Zeug zu tun, aber ich bin nicht sicher. Oh, das, ich habe nur etwas Geschirr fallen lassen. Ich war am Aufräumen und dieser Kerl hat angeboten zu helfen. Als ich ihm ein Tablett voll mit Geschirr gegeben wollte, habe ich losgelassen, bevor er es richtig in der Hand hatte. Und es ist runtergefallen. Keine Sorge, es ist nichts kaputt gegangen. Obwohl es seltsam ist, ich dachte wirklich, er hätte das Tablett, aber es ist trotzdem heruntergefallen. Es ist fast so, als hätte er es absichtlich getan. Obwohl er sich den ganzen Tag schon ziemlich seltsam verhalten hat, jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich denke, er beobachtet die Frau, seit sie hineingekommen ist. Seit sie hereingekommen ist, beobachtet er sie. Zuerst dachte ich, es wäre bloß ein gewöhnlicher Jugendlicher, der Frauen hinterher schaut. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, es scheint, als hätte er sie observiert. Glaubst du, ich hätte ihn melden sollen? Nein, es ist kein Verbrechen, eine andere Person anzusehen. Ich würde mir darüber nicht so viel Gedanken machen. Außerdem hast du nichts gesagt, dass der Mörder wahrscheinlich schon davongelaufen ist. Stimmt, ich schätze, ich denke so viel darüber nach. Danke. Okay. Können wir nochmal mit ihm reden? Nein, können wir nicht. Okay. Also, wie ich ja schon eben sagte, ich habe die Vermutung, dass er da was mit zu tun hat. Ich hörte, dass du nach einer Frau namens Sarah Blackmore gefragt hast. Sie ist das Opfer, oder? Ich habe etwas nachgeforscht und es sieht so aus, als hätte sie eine interessante Geschichte. Um ehrlich zu sein, ich glaube, ich weiß, warum sie getötet wurde. Die Gerüchte aus zahlreichen Quellen besagen, dass sie ein Firmenspion ist. Sie stehlt und verkauft streng geheime Informationen. Eine Menge großer Firmen sind hinter ihr her für das, was sie getan hat. Ihr letzter Job war bei August einer Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Organe aus Stammzellen zu schichten. Woran arbeitet? Oh, ich erkenne ein Muster. Sie hat kürzlich gekündigt, sagte, sie wollte eine neue Richtung in ihr Leben verfolgen. Aber ich schätze, es ist nur, weil sie was auch immer für Informationen erlangt hat, nach denen sie gesucht hat. Wenn sie sich mit jemandem treffen sollte, um die Informationen zu übergeben, sollte sie dieses dabei haben. Gehabt haben, wahrscheinlich auch einen sicheren USB-Stick. Lisa ist vermutlich als etwas anderes getarnt.
damit sie ihn immer bei sich tragen kann, wie zum Beispiel einen Schlüsselanhänger. Wenn du den findest, hast du vermutlich den Mörder. Ich schätze, ich muss die Augen nach etwas aufhalten, das aussieht wie ein getarnter USB-Stick. Das könnte natürlich auch das Armband-Ding gewesen sein, oder? Also, die hatte ja ein Armband. Man hat ja gesehen, dass sie ein Armband und eine Uhr anhatte. Aber das war weg. Allerdings ist mir die ganze Sache ein wenig irgendwie glaube ich nicht, dass die Person mir einfach so die Informationen gratis gibt. Oh Gott, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, reden. Er hat gesagt, dass Sarah beobachtet hat. Beobachtet? Wie ein Stalker oder so? Ich glaube schon. Ich frage mich, warum sie das nicht vorher erwähnt hat. Sie hat gesagt, ihr wäre es gerade wieder eingefallen. Interessant, wenn er sie beobachtet hat, weiß er vermutlich etwas, aber da er von ihr hier war, muss er sie erwartet haben. Das bedeutet, dass sie definitiv hierher gekommen, um jemanden zu treffen. Versucht herauszufinden, wer das darüber weiß. Warum fragst du ihn nicht einfach? Ernsthaft? Ich habe das Gefühl, du wirst etwas Interessantes erfahren, wenn du fragst. Glauben Sie, Sarah ist ein Firmenspion? Wirklich? Das lässt dich das glauben. Nur so ein Gefühl. Ich habe nachgeforscht. Ich habe mir Computer geliehen und online nach ihr gesucht. Und? Sie hat mal für eine Firma gearbeitet, die sich darauf spezialisiert hat, Organe aus Zellen zu züchten. Versucht gerade in demselben Gebiet auszubauen. Sie hat vor kurzem bei der Firma gekündigt und jetzt arbeitet sie für die andere Firma. Sie haben selbst gesagt, sie war eine Sekretärin. Das bedeutet, sie hätte sicherlich nicht für diese Firma gearbeitet, weil sie besonders Fähigkeiten in diesem Berufszweig hat. Sie war vermutlich hinter etwas her, was die Firma gehört. Der Schlüssel hier ist, herauszufinden, für wem sie arbeitet. Sie könnte zum Beispiel für gearbeitet haben, indem sie Informationen aus der anderen Firma stehlte. Wenn das der Fall ist, könnte das ein Schachzug von der anderen Firma sein, um Informationen zurückzuholen, bevor sie bei... Okay. Oder umgekehrt. Okay. Also es könnte sein, dass sie für eine Firma auf jeden Fall arbeitet, aber für die andere Firma dann ein Spitzel ist. Nur halt, man muss herausfinden, für welche der beiden Firmen die wirklich arbeitet. Okay. Zusammenarbeiten tun sie alles, was nötig ist, um eine Spitzel zu sein. Und wenn sie mit Klagen und blablabla... Okay. Bewegen. Ich gehe nochmal kurz auf die Herrentoilette und gucke uns da nochmal was um. Okay, da ist nur das. Das ist nichts Besonderes. Wir müssen uns nochmal bewegen und dann nochmal im Hauptbereich gehen. Ich schaue mich hier auch nochmal um, ob wir hier was finden. Sind in der Nähe und verstrengt die Nachrichten. Handy, ich frage mich, was sie schreibt. Okay, ich würde sagen, dann machen wir für den Part hier Schluss und gucken in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich bin wirklich interessiert, wer der Mörder ist. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das so lange geht, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall, danke schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!